Hallo zusammen, ihr wisst, ich habe eigene Batterien im Sortiment und die haben einen Bluetooth-Ausgang, also übers Handy kann ich schauen, was die Batterie macht. Ich habe hier die prozentuale Anzeige, ich habe den Strom, die Spannung, ich habe die einzelnen Zellen, hier oben nur drei und ein bisschen Werbung, aber wir haben ein technisches Problem. Aber ich kann es nicht beweisen. Das ist ein Fiktron Solarregler, der hat auch Bluetooth. Und wir haben einen Verdacht, aber wir können den nicht beweisen, dass dieser Fiktron Solarregler unsere Bluetooth-Ausgabe beeinträchtigt bzw. zerstört. Und zwar haben wir jetzt mehrere Fälle, wo solche Batterien verbaut sind und die SOC-Anzeige, also die prozentuale Anzeige von der Batterie nicht funktioniert oder sich einen Scheiß anzeigt. Und dann fragen wir, ja, warum, wieso und so weiter. Und immer das Thema, wir haben so einen Fiktronregler montiert. Und wir reden hier nicht über hochkomplizierte Wohnmobile, sondern auch über einfache Gartenhäuschen, die nur einen Kühlschrank haben, ein bisschen Licht und die Batterie. Aber jedes Mal, wenn wir den Fall haben, dass diese Anzeige nicht funktioniert, ist so ein Regler im Spiel. Wir können es aber nicht nachsimulieren, also da muss eine schlechte Frequenztrennung vom Bluetooth-Signal sein oder eine Überschneidung bei diesem Regler mit unserem Bluetooth-Signal unseres BMS. Wir haben jetzt neu, aber wir haben natürlich noch zwei, drei Batterien am Lager, ein neues BMS, wo die Kanäle anders besetzt sind. Aber das geht jetzt noch eine Zeit lang, bis wir das haben. Ich sage jetzt nicht über meinen Vorgänger Batterielieferant, der hat das in den Garantieleistungen ausgeschlossen. Er präzisiert es nicht ganz so, aber hier sind die Garantiebedingungen und hier unten steht: Voraussetzung für einen Garantiefall ist ein Mangel oder ein Funktionsfehler. Nur wenn das Bluetooth nicht sauber anzeigt oder das App nicht sauber anzeigt, ist das nach diesem Lieferanten nicht ein Problem der Batterie. Die Batterie funktioniert, man kann die laden, entladen und so weiter. Nur hier, die prozentuale Anzeige funktioniert nicht. Jetzt die Frage an euch, ist das nur bei unseren Batterien so? Oder habt ihr auch eine Batterie von irgendwem, wo ihr Probleme habt mit dem Bluetooth? Und ganz interessant wäre es auch zu wissen, habt ihr solch einen Solarregler mit Bluetooth, wo man dann einstellen kann und so weiter, dass man hier zum Beispiel irgendwas umstellen kann, unbewusst an unserer Batterie oder vielleicht an eurer Batterie, die ihr eingebaut habt. Wir haben jetzt ein paar so Batterien hier und wir verkaufen die, die sind voll funktionsfähig, für 100 Schweizer Franken weniger. Was natürlich sein kann, zum Beispiel das zweite Problem ist hier die Kapazität. Die hat jetzt 7 Zyklen, die Batterie hier. Dass sie 5000 Zyklen drauf haben, sind aber, ich sag mal, erst 2-3 Wochen alt. Auch das ist eigentlich technisch gar nicht möglich, diese Zyklen zu fahren in einer Woche oder zwei, aber die Anzeige ist dann gewaltig. Hat aber nichts mit der Funktion der Batterie zu tun. Und eben dieser kleine Hersteller hier, der schließt das aus. Das ist keine Garantie.
und wir schließen jetzt das Eich auch aus, wenn diese Anzeige nicht sauber funktioniert und ihr habt so einen Regler verbaut. Ihr kriegt bei uns Batterien für 100 Franken weniger, wenn eben das Bluetooth nicht sauber funktioniert, wenn ihr die von neu aus so kauft. Es gibt Kunden, die sagen, interessiert mich nicht. Früher hatte ich eine Bleibatterie, da wusste ich nicht, was drin ist. Heute habe ich eine Lithiumbatterie, da weiß ich, es kommt viel mehr. Punkt. Ja, das soll es gewesen sein. Schreibt mir unten in die Kommentare, ob ihr auch so einen Fall habt. Wenn ihr so einen Fall habt, würde es mich sehr interessieren. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.